Unser Bundeskanzler Kern sagt bei einer Wahlveranstaltung in Tirol: Ich will nur einer Gruppe Menschen verpflichtet sein. Ihnen, nicht denen mit den dicken Geldbörsen, hat er gesagt. Naja, warum ist er dann im Dunstkreis Gusenbauers so aktiv? Umgibt sich mit Multimilliardären, Geldwäschern, Betrügern? Also das ist ein eigenartiger Zugang. Ich habe euch vorher erzählt, ja, von dieser Dating-Plattform, wo er jetzt inseriert, er will nur kleinere Beträge bis 20.000 Euro. Ja. Also das ist so sein Zugang. Und Steuern natürlich. Neue Steuern, Grunderwerbsteuer, Erbschaftssteuer, Maschinensteuer, das ist das, was die SPÖ will. Wir sagen aber, wenn bereits versteuertes Vermögen von den Eltern an die Kinder übergeben wird, dann soll der Staat nicht noch einmal zugreifen, sondern sollen auch die Eltern wissen, die Kinder können sich die Erbschaft leisten. Es gibt ja dann Fälle, man ererbt von den Eltern ein Haus und dann weiß man, muss investieren und dann kommt noch eine Erbschaftssteuer. Dann muss das Elternhaus verkauft werden. Das ist nicht der Zugang, den wir haben. Wir wollen keine Erbschaftssteuer. Es wird bei uns keine neuen Steuern geben.